Hallo, mein Name ist Gamero und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom FIFA 17 Karrieremodus mit dem BVB. Und heute spielen wir im DFB-Pokal im Halbfinale gegen Dynamo Dresden und Gott sei Dank ein Heimspiel. Wir gucken mal ganz kurz auf das Tableau für den DFB-Pokal und wir sehen, es ist kein wirklich großer Konkurrent mehr am Start. Wir spielen gegen Dresden, Hoffenheim spielt gegen St. Pauli und hat 1:0 gegen St. Pauli gewonnen. Das heißt, wir würden gegen Hoffenheim tatsächlich im Finale antreten, falls wir heute gewinnen. Also ich glaube, das wäre eine Sensation, wenn wir gegen Dynamo Dresden nicht gewinnen sollten. Wir können noch mal ganz kurz auf die Tabelle der zweiten Liga schauen. Das ist, glaube ich, auch noch mal ganz interessant, was da so abgeht. Ich glaube, es könnte schwierig werden, gegen Dynamo Dresden zu verlieren. Dynamo Dresden ist aktuell auf dem 15. Platz, also abstiegsgefährdet in der zweiten Liga nach 30 Spieltagen. Also wenn wir da verlieren, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann könnte ich, glaube ich, die ganze Mannschaft irgendwie rauswerfen. Ich glaube, das wäre ein sinnvoller Ansatz, den wir dann hier vollziehen sollten. Wir gucken mal ganz kurz auf den Kalender und zwar spielen wir jetzt gegen Dresden. Wir müssen jetzt überlegen, was am sinnvollsten wäre. Dresden kommt und dann Leipzig. Ich glaube, es wäre am sinnvollsten, wenn wir heute das erste Team tatsächlich spielen lassen. Gegen Leipzig das zweite Team, damit das erste Team gegen Manchester City wieder fit ist. Ich weiß nicht, ob das eine Idee ist. Ich glaube schon, dass das eine Idee ist. Das könnte auf jeden Fall eine Möglichkeit sein, damit, ja, wenn wir es andersrum machen, zweites Team gegen Dresden und erstes Team gegen Leipzig, dann ist das erste Team gegen Manchester wieder nicht fit. Also würde ich sagen, dass wir das auf jeden Fall so machen. Erstes Team dann gegen Dresden, auch wenn es Blödsinn ist. Eigentlich ist es Blödsinn. Aber wir können nicht anders. Wir können nicht anders. Wir brauchen ein fittes Team gegen Manchester City. Dann müssen wir vielleicht das Spiel gegen RB Leipzig so einigermaßen abschenken. Ah, es nervt mich, aber was willst du groß machen? Ich würde sagen, dass wir Aubameyang testen wir weiter. Aubameyang sollten wir Horn mal wieder spielen lassen. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ich würde sagen, dass wir Horn erstmal auf die Bank setzen. Also Sebastian Horn, den Stürmer. Und wen nehmen wir dafür raus? Ich weiß es nicht. Wir haben jetzt zwei Innenverteidiger drin. Ich glaube, wir brauchen keine zwei Innenverteidiger. Riedewald geht erstmal raus. Wir können Horn ja immer noch einsetzen, falls es ein gutes Ergebnis für uns ist. Dann kann er für Aubameyang rein und Moore kann dann irgendwie rechter Flügelspieler sein oder so. Ich glaube, das geht dann ganz in Ordnung. Und ich würde sagen, dass wir jetzt einfach ins Heimspiel gehen gegen Dynamo Dresden. Im Pokal, Halbfinale. Ich glaube, mich tritt ein Pferd, dass wir gegen Dresden im Pokal-Halbfinale spielen. Aber ist cool. Irgendwie ist das cool. Gegen wen haben die eigentlich gewonnen? Das frage ich mich gerade. Dresden hat gegen die Bayern gewonnen, hat gegen die Bayern gewonnen und hat gegen Leverkusen gewonnen. Gegen gute Gegner haben die Mumm. Ich glaube, die haben Mumm und versuchen viel. Hoffentlich gegen uns nicht so. Also, wir sehen uns. Bis gleich. Willkommen, meine Damen und Herren. Willkommen in Dortmund. Willkommen im Signal Iduna Park. Willkommen im Westfalenstadion zum DFB-Pokal-Halbfinale. Borussia Dortmund gegen Dynamo Dresden. Ja. Das könnte... Ich weiß nicht, ob es ein spannendes Spiel ist. Wir sind haushoher Favorit. Wir sind der absolute Favorit gegen Dynamo Dresden, die im Abstiegskampf sind in der zweiten Liga. Ich glaube, mehr braucht man dazu gar nicht sagen zu diesem Spiel. Es wird, glaube ich, eine relativ klare Sache eigentlich so auf dem Tableau, wenn man sich einfach nur die Spiele anschaut. Wir gehen sogar mit der ersten Mannschaft ins Rennen. Ich meine, wir haben keine andere Möglichkeit. Wir spielen dann noch gegen Leipzig. Und dann gegen Manchester City. Gegen Manchester City muss die erste Mannschaft auf jeden Fall fit sein. Deswegen bleibt uns überhaupt keine andere Möglichkeit, als hier mit der ersten Mannschaft ranzugehen. Und ich glaube, das ist ein bisschen overpowered. Und ich glaube, dass wir auf jeden Fall die beste Chance haben, hier was zu reißen. Mit Aubameyang, mit Reus, mit wie sie alle heißen. Die werden alle spielen. Hier sehen sie. Hier seht ihr die Aufstellung von Dortmund mit Timo Horn im Tor. Mit Guerrero links, mit Mustafi, Süle, Klostermann, Gündogan, Weigel, Jalanoglu, Dembele, Reus, Aubameyang. Also das absolute Top-Team und ich glaube, dass wir normalerweise wirklich die besten Chancen haben, Dresden zu schlagen. Und ich glaube auch kaum, dass wir von Dresden irgendwie kennen. Also ich kenne, glaube ich, keinen von Dresden. Es tut mir leid für die ganzen Dresden-Fans, die jetzt vielleicht das Video gucken. Es tut mir furchtbar leid. Wen kennen wir denn? Lamberts ist mir, glaube ich, ein Begriff und Teixeira, ich weiß nicht, wie der ausgesprochen wird, der hat doch auch schon mal, heißt er Nils, Nico, ich weiß es nicht ganz genau, ich glaube, der hat auch schon mal in der Bundesliga gespielt, ich weiß nicht für wen, für Ingolstadt, für Frankfurt, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall kenne ich den, aber ansonsten wird es, glaube ich, eher schwierig,
die Jungs irgendwie auseinander zu halten. Lambert, irgendwie, der ist mir ein Begriff. Der ist mir ein Begriff. Ich weiß nicht ganz genau. Lambert. Heieiei, keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall Anstoß und wir werden gegen Dresden spielen. Gegen Düsseldorf wollte ich schon sagen. Das wäre es, ja. Vielleicht kenne ich Lambert tatsächlich von Düsseldorf. Kann das sein? Ich weiß nicht. So, also, der erste Angriff für Borussia Dortmund und wir ja, werden direkt gestört von Dynamo Dresden, von den Verteidigern und jetzt Hartmann am Ball. Schöner weiter Ball. Gut gemacht eigentlich, aber das war kein Problem für Guerrero, den zu blocken und jetzt können wir angreifen. Jetzt können wir vielleicht einen richtig guten Angriff setzen über Marco Reus. Marco Reus, der kann weiterlegen auf Aubameyang setzt sich durch. Aubameyang macht den Schuss und das war die Riesenchance in der fünften Minute für Aubameyang. Also da ist er relativ einfach durch die Verteidigung durchgerauscht, hat den Schuss gesetzt und leider ist er drüber gegangen, aber das war schon mal ja, wieder ein Fingerzeig für den BVB. Das erste Zeichen, dass sie hier wollen, dass wir hier wollen und dass wir hier gewinnen können und sollten. Und, das sieht gar nicht so gut aus. Müsste Weigel sein, der sich da irgendwie ans Bein fasst. Scheint verletzt zu sein oder zumindest jetzt angeschlagen. Das wäre auf jeden Fall ein herber Verlust. Der fehlt, würde uns dann natürlich auch fehlen im Manchester City Spiel, also muss er hoffentlich ist da nicht allzu viel passiert. So, die BVB-Fans sind auf jeden Fall da. Dresden ist noch am Kochen sozusagen. Sie versuchen uns irgendwie in Zaum zu halten und es klappt bisher eigentlich ganz gut. Auch wenn sie viele Fehler bisher gemacht haben und Jalanolu versucht jetzt den Schuss. Hat nicht geklappt und jetzt der Konter für Dynamo Dresden. Stefaniak läuft allen davon und Süle klärt. Aber trotzdem, ja, der Ballverlust, aber wir kriegen den Einwurf. Anscheinend war noch ein Dresdner dran. Und Dembele. Sehr schöner Ball auf Jalanolu. Jetzt müssen die beiden eigentlich mal vorlaufen. Reus wartet auf Gündogan. Gündogan mit dem Schuss. Oh, der war nicht gut. Der war nicht so gut. Tja, also Dortmund ist definitiv besser, deutlich stärker als Dynamo Dresden, was zu erwarten war, ganz klare Sache. Allerdings fehlt dann immer noch der Abschluss von Borussia Dortmund und das Tor von Borussia Dortmund. Bis das nicht kommt, ist ja, Dresden absolut im Rennen. Dresden versucht es, wie hier auch schon gesehen, immer mit langen Bällen, die meistens nie funktionieren. Vielleicht jetzt mal, ja, erste Chance für Dresden, das war doch gar nicht mal so schlecht. Vielleicht jetzt über Dembele. Dembele, das war sehr stark. Dembele auf Aubameyang und der Schuss und Vigas. Wahnsinnsball, Wahnsinnsparade von Vigas. Also, dass er so einen Ball hält, hätte ich nicht gedacht. Richtig starke Parade von Vigas für Dynamo Dresden. Und jetzt die Ecke für den BVB. Und da kommt Berko dran und es dürfte wieder Ecke geben. Nächste Ecke für Borussia Dortmund. Über Dembele. Dembele, sehr schön. Wir haben natürlich die besseren Chancen. Wir sind natürlich stärker im Spiel. Wir haben die komplette Kontrolle über das Spiel. Aber Dresden kommt dann manchmal sehr gefährlich auch über die langen Bälle ins Spiel. Auch wenn ich nicht glaube, dass das irgendwie zum Erfolg helfen würde. Und verteidigen tun sie wie eine Eins. Es ist ganz schön schwer, durch die Verteidigung von Dynamo Dresden zu kommen. Sie hauen sich mit sehr vielen Leuten hinten rein, definitiv. Mit 8 Leuten, mit 10 Leuten, es ist scheißegal. Hauptsache, der Ball geht nicht ins Netz des eigenen Tors. Und das kann man Dresden, glaube ich, gar nicht verübeln, wenn man gegen so ein starkes Team wie Borussia Dortmund spielt. Und das war's auch schon, die erste Hälfte ist vorbei. Tja, das war's tatsächlich. 0:0, geht's in die Pause. Dynamo Dresden gibt ein gutes Bild von sich ab, muss man sagen. Verteidigt gut, verteidigt extrem stark, aber letztendlich haben sie eigentlich keine Chance gegen Borussia Dortmund. Aber wir haben das Tor noch nicht erzielt. Wir müssen offensiver rangehen, wir müssen stärker rangehen und dann könnte es vielleicht was werden. Aber so sieht das aktuell noch nicht so prall aus. Und das war sehr stark von Aubameyang. Das war überragend von Aubameyang und das war nochmal gut von Aubameyang. Jetzt Reus, jetzt vielleicht mit der Flanke. Die Flanke kommt sehr gut. Und Modica klärt direkt. Also sie hauen hier die Bälle raus, sie hauen die Bälle hinten raus. Überall, vorne, hinten, überall. Hauptsache weg, Hauptsache das Spiel irgendwie kaputt machen vom BVB.
Und, Texera. Und die nächste Möglichkeit für Gündogan. Der haut den Ball jetzt drauf und Vigas ist wieder da. Also letztendlich ist Vigas immer zur Stelle. Jalanoglu. Schöner Weiterball auf Dembele. Dembele, sehr stark gemacht. Weigel, weiter auf Marco Reus. Marco Reus mit dem Schuss und das war ein Schüsschen. Das war nicht ernst zu nehmen, was Marco Reus davor hatte. Ganz klar, das war überhaupt nicht ernst zu nehmen. Aber weiterhin Borussia Dortmund. Also das ist stark, was Dresden hier verteidigt. Und dann die Konter, die nicht gut durchlaufen. Man sieht es, keine Chance für Dynamo Dresden. Aber sie halten die Null. Und das ist für Dresden absolut wichtig. Jetzt die weitere Möglichkeit über Marco Reus. Marco Reus wird da gefoult. Und das war nichts. Und ich denke mal, dass wir jetzt gleich auch wechseln werden. Aubameyang ist schon ziemlich platt. Reus ist ziemlich platt. Ich denke mal, dass wir Carrasco reinnehmen. Mohr wird reinkommen. Und ich denke mal, den Rest warten wir erstmal ab. Tja. Was soll man dazu sagen? Wir brauchen Tore. Wir brauchen jetzt endlich das 1:0, mindestens. Wir haben schon 70 Minuten gespielt. Wir hatten 1000 Chancen. Und irgendwie hat Dresden trotzdem noch die Möglichkeit, hier weiterzukommen. Das darf eigentlich gar nicht sein. Das darf nicht sein. Dembele holt sich die Pille. Das war sehr stark. Und jetzt die Flanke, die muss kommen. Mohr! Mohr! Mit dem Kopf! Kurz vor dem Torwart kommt er an den Ball, macht den Kopfball, macht das Kopfballtor. Und das ist das 1:0 für den BVB und das ist der Finaleinzug. Stand jetzt. Ich glaube nicht, dass Dresden da nochmal rankommen wird. Und das war ein wichtiges Tor. Er wurde gerade erst eingewechselt, kommt vor dem Torwart noch an den Ball, spielt den Kopfball ins Tor. Und damit steht es 1:0 für Borussia Dortmund. Wie wird Dynamo Dresden reagieren? Das ist die Frage. Ich glaube nicht, dass sie allzu offensiv noch irgendwie loslegen können. Ich glaube, das ist schon zu viel gewesen. Jetzt aber Kreuzer. Kreuzer holt sich den Ball von dem kaputten Guerrero sozusagen. Aber das war sehr stark gespielt von uns in der Verteidigung. Dembele darf den Ball nicht verlieren. Oh, wir verlieren aber den Ball. Und damit könnte es nochmal richtig gefährlich werden. Überhaupt, Mann! Aber der schießt eher seinen eigenen Mann an. Ja, ärgerlich für Dynamo Dresden. Also es tut mir ein bisschen leid für Dynamo Dresden. Dresden macht Druck. Dresden kann noch. Dresden kann noch kämpfen. Und sie kriegen noch eher den Ball als wir. Und der Schuss und Horn. Vielleicht kriegen wir auch noch eine Chance hin. Das wäre schön. Über Mohr. Über Weigel. Weigel hat nicht mehr so viel Kraft, aber die Verteidiger auch nicht. Ihr seht es. Die Verteidiger haben auch nicht so viel Kraft. Carrasco, der hat noch Kraft. Nochmal die Flanke auf Mohr. Das ist Wahnsinn. Er wird noch zum Kopfballgott. Emre Mohr 2:0 für den BVB gegen Dynamo Dresden. Wie stark war das denn wieder? Carrasco mit der Flanke, der Kopfball. Emre Mohr komplett frei. Tja, da kann er so klein sein, wie er will. Wenn er so frei steht, dann könnte er noch kleiner sein und er macht das Ding rein. 2:0 Emre Mohr, das war doch mal ein Wechsel. Emre Mohr macht seine 2 Tore im DFB-Pokal. Und damit ist es der absolut sichere Sieg für den BVB gegen Dresden und damit der Finaleinzug. Und wir spielen im Finale, im DFB-Pokalfinale gegen Hoffenheim. Wie krass ist da? Und das ist nochmal das Ding. Emre Mohr! Oh, das wäre es ja gewesen. Nach der Einwechslung den Hattrick. Aber wie kann er das denn so krass vergeben? Wie kann man denn so den Ball vergeben? Das kann nicht sein Ernst sein. Aber ist das egal, wir haben trotzdem gewonnen, das Ergebnis zählt, das Endergebnis ist das, was am meisten zählt und das sieht gut aus für den BVB und das war wieder ein starker Ball, Weigel, der kann nicht mehr so viel, das wissen wir, Gündogan, Weigel wieder und Weigel wird gelegt, ich weiß nicht, das war eigentlich eher unfair und jetzt der letzte Angriff für Dynamo Dresden, vielleicht kriegen sie noch was hin, aber das sieht sehr schlecht aus, also auch Dynamo Dresden ist platt, das ist ärgerlich. Ja, sie spielen halt gegen den Erstligisten. Da ist es dann natürlich ein bisschen kräfteraubender. Jalanoglu und der wird krass gelegt. Krass gelegt. Und das dürfte eigentlich noch Freistoß geben. Es gibt auch noch Freistoß. Gelbe Karte noch für den Dresdner. Und Jalanoglu wird antreten. Mal gucken, was Jalanoglu aus diesem Freistoß machen wird. Das wird spannend. Jalanoglu!
Sehr knappes Ding, aber das soll auch egal sein. Eieiei, das war's mit dem Spiel, mit dem Halbfinale. Wir sind im Finale, wir spielen gegen Hoffenheim im DFB-Pokalfinale. Richtig, richtig geil. Emre Mor, die Einwechslung war Gold wert, tatsächlich. Aubameyang, ja, hat eine gute Leistung geliefert, aber ich denke, Emre Mor war der richtige Wechsel zum richtigen Zeitpunkt. Die Dresdner waren platt, die Abwehr von Dresden war komplett fertig. Und dann ein Emre Mor, der wie so flink ist, der wuselig ist, das ist, glaube ich, die perfekte Einwechslung gewesen. Das hat er definitiv bewiesen. Aubameyang ist ja eher ein anderer Spielertyp, wenn man das so nehmen möchte. Und ich denke, auch die Statistik sagt natürlich genau das Gleiche, dass wir auf jeden Fall verdient gewonnen haben, dass wir verdient ins Finale eingezogen sind. Ich hätte mir natürlich einen stärkeren Gegner dann nochmal gewünscht, aber es ist halt so, wie es ist. Wir spielen dann gegen Hoffenheim im DFB-Pokal-Finale. Das ist cool, das ist interessant. Spannende Partie wird es wahrscheinlich schon. Auch Hoffenheim ist nicht zu unterschätzen. Die haben starke Spieler, definitiv. Aber ich denke mal, dass wir der absolute Favorit sein werden. Wir gucken, können mal ganz kurz gucken, auf welchem Platz Hoffenheim ist. Wow. Wow. Hoffenheim ist in der zweiten Liga. Okay, alles klar. Damit wissen wir auf jeden Fall Bescheid. Zweite Liga, Hoffenheim ist dabei. Okay. Das war mir jetzt nicht bewusst. Also das heißt, Moment mal. Im Halbfinale, das heißt, im Halbfinale waren drei Zweitligisten, St. Pauli, Hoffenheim und Dresden und ein Bundesligist. Ja, da ist die Favoritenrolle doch ganz klar eigentlich, oder? Also, wir gucken nochmal ganz kurz Pressekonferenz gegen Leipzig. Da werden wir uns natürlich motivieren. Wir wollen gegen Leipzig natürlich absolut gewinnen. Ey, da muss ich nochmal ganz kurz nachschauen, ob das wirklich so stimmt. Sind die wirklich in der zweiten Liga? Das kann ja eigentlich gar nicht sein, oder? Das wär's ja. Ich guck mal ganz kurz. Zweite Bundesliga, ja. Dritter Platz, Hoffenheim. Ja gut, so ist das halt. Also, ich würde sagen, dass wir jetzt auf jeden Fall am Ende sind mit dieser Folge. Wir spielen gegen RB Leipzig in der nächsten Folge. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da, lasst ein Abo da, wenn ihr weitere Folgen nicht verpassen wollt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht es gut und ciao. Just let me home. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me out. Fuck all that shit, just let me go.